Willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Oh, hier sind schon viele runtergesprungen. Ja, hier, das zeige ich euch jetzt mal nochmal, das Loch hier. Da gibt es ziemlich viele Items. Aber zwei Wege, wie man da runterkommt. So, und ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge hier schon drinne war. Ich glaube einfach mal nicht. Doch, war ich. Ich war hier sogar schon drin. Okay, gut. Dann wollte ich wahrscheinlich weitermachen, denn wir sind im Wald der Riesen noch nicht komplett fertig. Erstens gibt es da noch einen Boss. Warte mal, habe ich ihnen schon die Schmiede aufgemacht? Ich weiß das alles gar nicht. Ja, sonst wäre nicht weg. Ja klar, wir haben ja jetzt schon mit jedem hier geredet. Mit 66 Seelen kann ich auch nicht viel anfangen. Ich frage mich, ob ich meine Waffe... Die ist schon plus 3. Okay. Ja doch, dann ist ja alles gut. Ich hoffe mal, ich habe jetzt keine Seelen irgendwo verloren. Ich hoffe es wirklich einfach mal. So, es gibt einmal noch den Boss. Und dann gibt es noch einen Weg. Ich glaube sogar zwei. Zwei Wege? Nee, keine Ahnung. Muss ich mal schauen. So, wir gehen erstmal runter. Übrigens, dieser Typ, den man hier... Moment, ich mach mal den hier nochmal vorher tot. Den Typen, den man hier getroffen hat. Ach, scheiße, der schlägt dann den zweiten Schlag so kurz, na gut. Der da so gesessen hat und Pate heißt, der ist tatsächlich eigentlich ein Feind. Also so ein, ja, Täuscher, sag ich jetzt mal. Das weiß man nämlich, durch einen anderen NPC, den man erst später findet. Schlüssel wird benötigt. Ja, das stimmt. Hier, zack. Und hier wird es jetzt dunkel. Ich sollte eine Fackel mitnehmen. Den wir hier erst in einem anderen Gebiet halt, wie gesagt, treffen. Aber ich jetzt durch meine Frau, weil sie weitergespielt hat, jetzt schon weiß, wo es den gibt. Und dass halt Pate wirklich ein Arsch ist. War mir gleich klar. Ich habe ihn mit meinem anderen Charakter getötet. Weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, durch damals, dass das ein Idiot war. Oder halt einer, der einen verarscht. Ja, ich hatte doch recht. Aber jetzt ist er weg. Und, ah, ich mach mal hier auch schon mal an. Dann können wir hier mal eine Fackel anzünden, bis wir nicht sofort zum Leuchtfeuer zurück. So, denn hier auch nochmal eine große Änderung, was es in Dark Souls 2 in den normalen halt noch nicht gab. Ja, ich werde Dark Souls 2 mit Skull of the First Sin oft jetzt vergleichen. Weil das ja auch einfach, oh Gott, dieselben Spiele sind. Aber halt sich doch grundlegend unterscheiden. Allein dadurch, dass hier vorher nämlich keine Skelette waren. Sondern, oh, hier sind Schwarz... Ne, das ist doch, das ist Schwarzpulver, glaube ich. Sondern, ich glaube, Schildkröten. Diese Ninja Turtles. Die sind jetzt hier diesmal nicht. Hier sind halt dafür die Skelette. So, weg mit dir. Ach komm, ey. Und die machen gut Schaden. So, und jetzt kommen wir in einen Bereich, den ich richtig hasse in diesem Level. So, erstmal die Fackel ausmachen und heilen. Das ist wichtig. So. Nämlich ein Bereich, wo wir erstmal angeschossen werden von einem Bogenschützen da. Und ihr seht schon, da ist eine Turtle, die aber nicht alleine ist als Turtle, sondern wo es halt noch mehrere gibt. Ach komm! Der hat mich gar nicht eigentlich getroffen. Das ist so ein Schwachsinn. So, einen Schluck werde ich trinken. Brauche ich noch einen Lebensstein? Nee. Nee, den brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. So, wenn wir jetzt hier durchgehen, haben wir auch ein Problem. Deswegen werde ich das noch nicht tun. Und hier haben wir erstmal gelbes Kraut, ja. Gelbes Kraut und eine grüne Blüte. Die kennen wir beide schon. Da oben seht ihr nämlich, ist eine Keule. Und das ist auch einer dieser... Dieser Schildkröten.
Und die sind mir in meinen anderen Spieldurchlauf runtergefallen und haben mich dann mit der ersten Schildkröte mitbekämpft. Und das macht er hier zum Glück nicht. Das heißt, hier habe ich ein bisschen weniger Stress und mache die oben dafür platt. So, die Tür kann ich eigentlich auch aufmachen. Die brauchen wir später vielleicht noch. Vorsicht vor Zerfeind, ja, das stimmt. Da oben sind nämlich zwei. Drei! Oh Gott. Was denn? In dem Wald der Riesen bin ich hier. Ah, der ist schon mal weg. Komm, schlag mich. Komm. Warst du hier noch nicht vorher, Schatz? Glaube, das heißt nein. So, ein bisschen mit Ausdauer, zack, und weg ist er. Wie gesagt, auch diese Schildkröte, wo ist denn der eigentlich? Da unten ist er. Den lasse ich erstmal, weil er kann keine Leitern klettern. Wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn so ein... Oh, das Bastardschwert, das ist gut. Also für Zweihänder. Ist das schon eine sehr gute Waffe. So, zack. Lol. Ich habe die Kisten getroffen, aber nicht kaputt gemacht mit dem Schwert. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den geborstenen roten Augapfel auch schon vorgelesen habe. Falls nicht, dann tue ich das jetzt. Ich habe davon 10 Stück. 4. Ja, doch, ich habe den anscheinend schon mal vorgelesen. Yep. Ja, sieht gut aus. So, ich habe ja auch gesagt, diese Prismascheine, ja, die Prismascheine. Oh, eine Peitsche. Ah, wir haben jetzt ein Bastardschwert und eine Peitsche, genau. So ist das Bastardschwert. Schwere Großschwerter sind für ein beidhändiges Schwingen vorgesehen. Wird üblicherweise in großen Bögen geschwungen und wirkt gegen mehrere Feinde. Wobei solche Angriffe allerdings den Angreifer ungeschützt lassen. Und mir fällt gerade auf, ich habe das schon. Ich habe es also jetzt doppelt vorgelesen, aber ist ja nicht so schlimm. Wir könnten das sogar tragen. Nee, könnte man nicht. 20 Stärke, okay gut. Vergiss es. Können wir nicht tragen. Und die Peitsche. So, die ist aber neu. Wird für gewöhnlich nicht auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Sehr effektiv gegen ungeschützte Körperteile, aber nicht gegen gepanzerte oder anderweitig geschützte Feinde. Also können wir das hier schon mal vergessen gegen den Schildkröten-Man, der da unten rumhockt und wartet. Nö, der ist weg. Okay, der ist weg. Zuvor mache ich nochmal die Fessel kaputt, die Schwarzpulver-Dinger. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Pfeile habe. Nein, ich wollte nicht winken. So, ich werde mir erstmal meinen Bogen holen. Und hoffen, dass ich Pfeile habe. 10 Feuerpfeile, das reicht, glaube ich. Leck mich, ey. So, stirb, ich mach dich vom Fern. Damit der später nämlich nicht nervt, weil das hat einen Grund. Denn hier werden wir invasiert von einem... Wie kommt man da hinten hin? Ach, das ist wahrscheinlich irgendwie da so? Ne, keine Ahnung. Enges Gebiet voraus, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, wo ist er? Der Dicke. Ah, da ist er ja. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir haben fast die Hälfte weg von unserem Schwert. So, ich mache jetzt einfach schnell hier. So, das war jetzt auch schon der Großteil der Gegner. Ich hatte damit wenig Probleme. Das ist gut. Aber jetzt kommt jemand, der ein bisschen stärker ist. Der uns gleich invasiert. Aber ich gehe erstmal hier oben hin. Weil hier ist noch eine Truhe, die keine Mimik ist übrigens. Und jetzt kommt er schon. Der Waffenschmied Dennis. Und eine ganze Jägerausrüstung. Die werden wir uns natürlich gleich angucken. Da ist er. Der ist Zauberer. Ne, ist er nicht. Doch, er ist auch Zauberer. Ich habe es gerade gesehen. Ja, komm, geh in den Abgrund. Ja, er ist weg. Oh, hab ich ein Glück, ey. Das war knapp. Menschenbild. Nur ein Menschenbild, leider. Mehr ist da nicht drin. Hier ist auch keine versteckte Wand, leider. So, gucken wir uns mal das Rüstungsset an. Das dürfte schlechter sein als unseres. Ja, auf jeden Fall. Ein Lederhut mit breiter Krempe, traditionell von Bogenjägern verwendet. Die Jagdgöttin Evlana war gar keine Göttin, sondern vielmehr eine tapfere und äußerst begabte Bogenjägerin. Lange nach ihrem Tod machte die Legende eine Göttin aus ihr.
Ach, das ist doch der Jäger. Nee, ist das der Jägerhut, den auch. Na egal, ihr werdet es noch sehen. So, aus gewöhnlichem Ausrüstungsstück, wenige Verzierungen, leicht und mühelos einsetzbar. Leicht und mühelos einsetzbar und wahrscheinlich hier auch. Ja. Aber die Hose ist besser, ne? Oh, die ist in allem besser. Selbst im Gewicht. Das ist ja cool. Hier auch? Na gut, der gibt. Warum sehe ich nicht so aus? Weiß ich doch nicht. Balance macht's auf null, ist egal. Ne, hier, ich mein grad hier. Okay, gut. Naja, weil ich habe diese Elite-Rüstung gekauft, du nicht? Die Elite-Ritter-Rüstung, genauso wie der Helm. Den konnte man ja dann holen. Du hattest eine andere geholt mit dem roten Umhang. So, und hier ist noch ein Leuchtfeuer. Mehr gibt's ja auch, glaube ich, erstmal nicht. Obwohl, doch, hier hinten ist noch was. Das hier wird aber tatsächlich erst später wichtig. Sehr viel später. Ich weiß zwar nicht mehr genau wann und was passiert, aber man wird hier noch zurückkommen. So. Sollen wir jetzt uns hier ransetzen, ist nämlich alles resettet, ihr wisst's ja. Aber ich hoffe, ich habe jetzt einfach mal alles. Ich glaube ja. Ich hätte gedacht, wir sterben hier noch mindestens einmal und ich muss das hier ein bisschen öfter machen, aber ist zum Glück nicht so. Und ich bin der Meinung, hier gab es 4 Leuchtfeuer, nicht nur 3. Oder ich bin einfach blöd. Das kann natürlich auch sein. So, dann wenn die Zeit reicht und das tut sie, werden wir jetzt den nächsten Boss machen. Hoffentlich. Nicht, dass ich doch noch was vergessen habe. Wir könnten auch nochmal leveln. Bin ich der Meinung? Ja, auf jeden Fall könnten wir leveln, das mache ich jetzt auch. Oder wir könnten uns so ein Pharos-Dings holen für 4000. Das ist eigentlich auch sehr wichtig, weil die gibt es sehr, sehr häufig hier in dem Spiel. Ich habe die jetzt mindestens schon 6 Mal gesehen gehabt, glaube ich. Aber gucken wir mal. Vielleicht gebe ich auch dem Typen da hinten ein bisschen Geld, den Turbanträger. Sag ich jetzt einfach mal. Wandererkleidung, nee, brauchen wir nicht. Pharos. Puh, soll ich das machen? Ich glaube. Ich glaube, ich mache das. Komm. So. Ich weiß nicht, ob wir schon einen hatten, einen Pharos-Stein. Ich guck mal. Ja, doch, das hatten wir schon mal. Sonst wüsste ich die Beschreibung nicht. Es ist auch so, wenn man, glaube ich, 10.000 Seelen hier ausgibt. Ich glaube, das waren 10.000. Dann kriegt man einen Ring geschenkt, der sehr wichtig ist. Und ich glaube so langsam, dass ich schon die 10.000 erreicht habe. Ich guck mal nach. Bei ihr? Nee, noch nicht. Nee. Ja, wir werden hier öfter noch zurückkommen und auf jeden Fall die ganzen Lebensstellen noch kaufen, weil die hat sie unendlich. Und die sind schon fast das Wichtigste. So, jetzt haben wir noch 36 Seelen. Ich weiß nicht, ob ich dem Typen da noch mehr Geld in den Arsch schieben soll. Ich glaube, ich mache das mal. Ich nehme dafür Seelen. Weil ich möchte unbedingt wissen, was die Rüstung kann, die wir dann bekommen. So, immer mal ein bisschen mehr. Mal gucken, was wir uns holen. Wir müssen es ja nicht benutzen. Wir können es ja später eh noch verkaufen. Aber es dauert ja, wie gesagt. Wir können uns auch einen besseren Schild holen. Aber dafür brauchen wir wiederum 20 Stärke. Aber dann haben wir ihn schon mal. Was hat er denn für eine Kleidung? Nee, ich glaube, ich hole mir mal so ein Schild hier einfach. Zack. Thanks very much. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der das jetzt schon hat. Falls er nämlich so knickrig irgendwie und so mackermäßig rumsitzt, dann weiß ich, was ich tue. Oh, der hat auch ein schickes Großschwert. Oh, sogar mit so einer leichten Verzierung in der Mitte. Ja, sieht gut aus. So, das Zwillingsschild gucken wir uns mal an. Ein hölzerner Großschild mit der Abbildung zweier Drachen. Für ein Schild dieser Größe ziemlich leicht. Wer ein Großschild führen möchte, muss über Stärke verfügen. Dafür sind sie aber auch sehr stabil. Im Kampf setzt man sie mittels eines Schildschlages statt Parieren ein. Ja. Den will ich unbedingt benutzen, weil der ist für den Anfang schon ziemlich gut. Und der hält auch eine ganze Weile. Das wäre, glaube ich, so der einzige Schild, den ich für den Anfang sogar leveln würde.
Aber ich mach's nicht. Und der sitzt immer noch nicht so mackerhaft rum. I'm glad. Na gut, dann gebe ich ihm halt noch irgendwas. Gebe ich halt noch was aus. Vielleicht Armschutz. Armschutz. Vielleicht, oder Beine. Ich nehme mal Beinschutz. Einmal reicht. Thanks very much. So, mal gucken, ob der Armschutz besser ist. Ah, der ist in allen schlechter, warum auch nicht, ne? Oh, die alte Eisentrachtstulpen haben wir. Habe ich das schon gelesen? Ja, habe ich schon gelesen. Gelesen. Die können wir, glaube ich, nähen. Mit 14 Stärke, es stimmt. Ach, hier, das waren die. Oh, sind die besser? Na, die sind halt gegen die ganze Magiekacke nicht besser, außer gegen Feuer. Dafür nehme ich die aber, weil Magie gibt es ja hier erstmal noch nicht. Kommt der noch? So, jetzt nochmal hier ransetzen und falls es dann nicht ist. Ich finde, die Stiefel passen sogar zum Outfit eigentlich. Sieht eigentlich ganz cool aus. Unser Ritter. Oder unser Bettler, besser gesagt. So, mal gucken. Nee, der sitzt da immer noch so rum. Ich glaube, man muss echt 14.000 oder 40.000. Ich glaube aber 14 waren es. Gut, wenn der nächste Boss, wenn wir den machen in der Folge, dann gebe ich die ganzen Seen bei ihm aus. So, der muss schon leveln. Das Spiel geht eh noch lang genug, da werden wir locker Stufe 100 erreichen. Bei Dark Souls 3 habe ich ja, glaube ich, Stufe 111 erreicht oder 110. Und das ist auch nicht so kurz. Aber ich glaube, Dark Souls 2 ist doch länger und schwieriger, wobei man dann mehr Seen halt bekommt. Also, ja. Und natürlich töte ich auch alles auf dem Weg, weil ist halt wichtig. Ich habe mir auch vor ein paar Stunden und ja, mir mal Demon's Souls mal angeschaut. Oh, hier sind ja wieder die Bombenwerfer. Ja, gut, das kann man nicht ändern. Aber ich, Idiot, mir fällt gerade ein, ich muss gar nicht den Weg hier gehen. Ich hätte auch einen anderen Weg gehen können. Aber egal. So. Hier die Tür nämlich. Geht nämlich gleich sofort zum nächsten Boss. Und Türen kann man auch schneller aufmachen, indem man gegenrollt. Na, komm her. Ich führe es mal zweihändig. Macht mehr Schaden. Wo man die halt leicht blocken kann eigentlich, aber die schlagen so langsam, die Viecher. So, der nächste Boss. Ach, es sind ja auch noch ein paar Typen. Die waren hier vorher auch nicht da. Okay, der Typ war ein bisschen... Ja, ich wollte, was ich sagen wollte. Ich habe mir Demon's Souls mal angeschaut und das ist ja komplett anders als Dark Souls eigentlich. Also nicht so, was das Setting anbetrifft oder das Spielgefühl, sondern einfach so, was es mehr gibt, womit das Spiel einen mehr bestraft. Und das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt kommt der zweite Boss. Und den kennen wir ja schon. Und das war gerade übrigens das Schwert, was wir bei den einen Online-Spieler gesehen haben. So, wenn man den sieht, dann denkt man schon eigentlich, das war schlecht, dass der richtig krass ist. Aber der kommt später sehr, sehr oft vor. Viel zu oft eigentlich. So, zweimal schlagen, weg. Jetzt macht er seinen Dreher, ja, der ist sehr, sehr gut, weil der trifft mich dann nicht und ich kann dreimal schlagen. So, jetzt nur einmal wegen der Ausdauer. Es gibt auch noch einen sehr fiesen Angriff. Ich weiß aber nicht, ob es den hier in Dark Souls in dieser Edition auch so gibt wie in Dark Souls 2. Denn er hatte einen Angriff, womit er einen finster macht. Also Finsternis gibt. Und da kriegt man seine Seele nicht zurück.
Das war, glaube ich, jedenfalls gut. Okay, was war das denn jetzt für ein Angriff hier? Da, den da. Ja. Der ist es, der macht dann einen Finster. Ich weiß noch nicht, was es hier bedeutet in dem Spiel. Verflucht, ja, meine ich ja. Aber im ersten Teil war es halt echt so, dann sind die Seelen weg, du kannst ja nicht viel kriegen, du bist halt verflucht. Oh, scheiße, ich bin ja gleich tot. Das ist meine Chance. Komm, mach, mach, mach. Ne, noch einen nehme ich nicht. Ich halte mal ein bisschen hinter mit meinem Leben. Scheiße, dass er das mit einem Schlag wegmacht. Komm, dreh dich. Ne, macht er nicht. Zack. Oh, was will er jetzt machen? Ich wusste, dass er das macht. Oh, warum habe ich den Stein jetzt? Egal. Okay, das war ein sehr komischer Schlag gerade von ihm. Oh, immer mit der Ruhe. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Zack, weg ist er. Den werden wir sowieso in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal sehen. Stimmt, werden wir auch. Der kommt nämlich sehr... Alter, 18.000. Also wenn dann dieser komische Scheich da nicht zufriedengestellt ist, weiß ich auch nicht. So, und ihr seht auch schon, so wie in den vorletzten Parts, dass diese Viecher hier immer auf diese Bäume eindrücken. Das hat echt einen Grund. Einen Story-Grund. Ja. Weil hier sieht man nämlich, das sind Füße. Wenn man sich den Kopf mal anschaut, ja, das ist halt nämlich genau dieser eine Riese, den es auch als Boss gab. Und die sind Story-bedingt hier. So, jetzt will ich aber nicht da zu viel verraten. Ich weiß eh nicht mehr. Wir haben einen Ring bekommen, genau. Das wollte ich. Der nämlich. Der ist nämlich sehr, sehr gut. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken nachempfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alken und Wenn auf genau diesem Boden. Beide wurden von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Den nehmen wir. Weil körperliche Angriffe ist immer gut. Feind voraus. Was? Feind voraus? Okay. Ich will eigentlich untersuchen. Diese Cutscene kann man übrigens, muss man gar nicht bekommen. Die sieht zwar sehr storybedingt aus, aber das ist sie gar nicht. Weil in dieses Gebiet, wo wir jetzt hinkommen, könnten wir auch ganz anders hinkommen. Ein etwas komplizierterer Weg, ein weiterer Weg. Aber tatsächlich könnten wir auch ohne diese Cutscene nicht hier hinkommen, wo wir jetzt sind. Also nicht nichts Gebiettechnisches, sondern halt vor diesen zwei Thronen hier. Und die verlorene Festung ist ein sehr großes Gebiet. Wirklich riesig ist das. Das ist schon fast das größte Gebiet in Dark Souls 2, glaube ich. Oder? Na, es gibt noch eins, das will ich jetzt aber nicht spoilern. Es ist nur ein richtig beschissenes Gebiet. Und hier steht Falle voraus und es ist keine Falle, oder? Ich glaube, es war keine. Warum bewerten das Leute bitte? Stehe ich nicht. Da Menschenbild, zweimal. Ich würde das so gerne negativ bewerten. Freude voraus und dann Truhe. Versucht Schatz und dann versucht Fackel. Ja, keine Ahnung warum. Ah ja, doch, macht Sinn. Weil das Item, was hier drin ist, kriegt man normalerweise erst in einem der sehr, sehr späteren Gebiete. Und zwar die matte Glut ist ein Objekt, was wir für einen Schmied brauchen, der uns die... Wo ist denn jetzt diese matte Glut? Die ist hier gar nicht, wahr? Die ist unter Schlüsselobjekten. Da ist sie. Mit der wir Waffen magisch verstärken können. Eine Glut, die ein mattes Licht verströmt. Diese Flamme erscheint schon fast erloschen, doch sie wehrt sich erbittert. Vielleicht ist dies ihr, was, Normalzustand. Ja, kann sein. Die matte Glut gibt es auch in Dark Souls 3, aber in 6 unterschiedlichen Gluten, die allesamt andere Attribute fördern. Also da gab es ja diese eine göttliche Glut, die zum Beispiel Blutungsschaden macht und Finsternis und Eis und keine Ahnung was. Ich möchte eigentlich diese 19.000 Seelen nicht komplett für den Typen ausgeben, aber der gibt uns dann ja eine Rüstung. Und die hatte ich noch nie gehabt.
Weil ich wusste nicht, dass wenn man denen da so viel Geld gibt, dass der einen dann eine Rüstung gibt. Ich gebe einfach mal so Stück für Stück aus. Erst 5000 und dann mal schauen und so weiter. So, Tag. So, ich möchte das Schild hier, meinetwegen. Und das Schild. Dann lesen wir uns mal ein bisschen die Description durch. So, dann nehme ich noch den Helm hier mit. Ja, die Rüstung. Nein, nicht 11-mal bitte. Die festen Lederstiefel, die haben wir sogar schon, verdammt. Ja, nehmen wir doch das hier mit, weil das hier ist auch eine sehr gute Rüstung. So. So, jetzt lesen wir noch mal ein bisschen. Und zwar die Falknerrüstung. Von den Folgen Falknern getragene Rüstung. Die Furchthaftigkeit, okay, der einheimischen Folgensoldaten ist legendär. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich dieser Gruppe von Falknersoldaten angeheuert wurde. Sie sind die Leibwache der wohlhabenden Elite und leisten gute Dienste. Ihren Hintergrund wagt folglich niemand unter die Lupe zu nehmen. Und die ist natürlich sehr viel schlechter als unsere. Nee, gab's keine neue. Oh doch, das sind andere Stiefel hier. Aus weichem Leder gefertigte Stiefel. Ein außergewöhnliches Ausrüstungsstück. Gewöhnliches, meine ich. Nee, doch, leicht und mühelos. Blablabla. So, der Standardhelm aus Eisen gefertigter Helm. Ein gewöhnliches Rüstungsteil. Keine Verzierung, sehr robust. Also, nichts Besonderes. So, jetzt haben wir aber noch zwei neue Schilde. Das hier könnte ich... Alter, das ist ja super gegen Magie. Aber... Nee, brauche ich nicht. Ein kleiner aus Eisen gefertigter Schild. Die ungewöhnlichen Gestaltungen deuten auf eine fremde Herkunft hin. Leicht trotz der eisernen Konstruktion und robust trotz der kleinen Größe, aber nicht ausreichend, um von wahrer Gefahr zu schützen. Also was wie Bossen oder so. Das hier ist sogar noch besser. Silberadler Drachenschild. Ein häufig eingesetzter gewöhnlicher Schild. Dank der hervorstehenden Oberseite lässt er sich mühelos zu Pferde einsetzen. Okay. Gut. Dann resetten und mal schauen. Wenn er genug hat, dann level ich die letzten Seelen. Ist ja klar. Falls nicht, gebe ich ihm noch mehr Geld. Das Gute ist, dass ich durch meine... Aha, ja. Jetzt sitzt er wie so ein Macker da, das meine ich. Guckt ihn euch an, ey. Jetzt chillt er hier. Sorry, have we met? Oh, sorry. It's just I've been awfully busy lately. Care to look over my wares? Please, be my guest. I upgraded my stock recently, although it may be a bit out of your reach. Ah, was ein Wichser. Der kennt uns ja angeblich nicht mal. So, jetzt hat er eine neue Rüstung. Und zwar die hier, die Alva-Rüstung. Die ist richtig gut. Fängt natürlich beim Helm an. Das ist nämlich eine der besten Rüstungen im ganzen Spiel. Die kann ich mir einfach mal leisten. Aber die hat mehr Dings als die hier. Sehe ich gerade. Wiegt dafür zwar weniger. Also eigentlich ist ja die Elite-Ritterrüstung besser als die, aber die gehört trotzdem zu einer der besten Rüstungen. Ah, ich würde die am liebsten holen. Ach komm, mach ich jetzt. Das ist scheißegal. Thanks for the purchase. Do come again. So, jetzt zeige ich euch mal gleich was. Eigentlich ist die Folge auch schon längst vorbei. Erstmal lesen. Von Alva dem Wanderer getragene Rüstung bietet trotz ihres geringen Gewichts sehr guten Schutz. Auf seiner Suche nach einem Heilmittel gegen die Krankheit der heiligen Seretta durchquerte Alva zahlreiche Länder. Doch er blieb erfolglos und verließ den Ritterstand. Alva wurde einst von Schuldgefühlen und Reue geplagt, doch dank der Hexe, die zuvor gegen ihn intrigiert hatte, fand er seine Lebensfreude zurück. Und die sieht echt gut aus. Doch, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Oder, Schatz? Die Rüstung? So. Jetzt werde ich was machen, was ich nie machen werde. Außer dieses eine Mal. Ich bringe mich jetzt einfach mal um. Dafür gehe ich nochmal vorher ins Leuchtfeuer, oder? Nee, muss ich nicht. Sprung!
Also um an die Rüstung zu kommen, werde ich... Hab ich gerade erklärt. Ich darf jetzt nur nicht meine Seelen wieder einsammeln. Ich hoffe, das klappt. Warum? Wirst du gleich sehen. So, die liegen da jetzt erstmal. Das muss jetzt ein bisschen schnell gehen, weil die Zeit ist eigentlich schon um. So, komm, mach, renne! Renne! Vielleicht gegen den Pfosten, Mann. So, du Macker. You need armor? Go ahead. See what I'm offering. In a spot of bother, are we? Here, take this. My compliments. Ja, die Rüstung von Aurus hat er uns jetzt einfach geschenkt, weil wir null Seelen haben. Und er dachte und er denkt, wir sind halt so ein Bettler. Oder halt, ja, wir sind ja auch eigentlich ein Bettler, ne? Und jetzt haben wir eine neue Rüstung und die gucken wir uns aber im nächsten Part an, weil das geht jetzt ein bisschen zu lange. Ich werde es mir jetzt auch noch nicht angucken. Krasser Speer mit irgendeinem Kopf dran. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dieser geilen Rüstung von Alva. Und ja, wir geben denen kein Stück Geld mehr, diesen eingebildeten Drecksack da hinten jetzt. Wir haben ja jetzt sowieso alles, was wir wollen. Gut, also bis zur nächsten Folge von Dark Souls 2. Ciao.